mitten im Scheidungskrieg. Ich habe einfach die Schnauze voll von allem, besonders von meiner Ehefrau, wurde prompt durch meinen besten Freund ersetzt. Paul, wie finde ich wieder neue Lebensenergie? Ein verzweifelter Manfred aus Pfaffenhofen. Ja, lieber Manfred, das ist natürlich jetzt ein blöd, wenn du im Scheidungskrieg drin hängst. Rosenkrieg ist nicht das Optimale, wenn man so auseinandergeht. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn du wieder mehr Ruhe in dich selber reinkriegst, weil dann die Entscheidungen klar wieder. So natürlich, wenn man wütend ist und verletzt und also sehr mit den Emotionen da drin hängt, dann tut sich natürlich auch der Körpersystem dementsprechend verkrampfen. Und es ist gut, wenn man wieder Entspannung findet, weil dann kriegst du auch wieder einen klaren Gedanken und kriegst eine Perspektive, wie es wieder weitergeht. Also, was ich für dich tun kann, ist, wir können auf deiner Gefühlsebene mal schauen, dass da wieder Ordnung reinkommt und dass du wieder ruhiger wirst und gelassener. Weil nichts passiert umsonst. Du weißt nicht, was in ein paar Jahren ist und vielleicht bist du dann heilfroh, dass die Kisten so auseinandergegangen ist. Und du findest eine nette, tolle Frau nochmal.